Also ich habe mir letztes Jahr, 2017, das Ziel gesetzt, meinen ersten Ironman zu finishen. Also zuerst mal an der Startlinie zu stehen eines Ironmans. Und ja, ich habe mir dann den Ironman Lanzarote ausgesucht dafür. Die Idee, ja, Lanzarote, weil es vom Hörensagen her und davon auch von der Radstrecke eine anspruchsvolle Strecke ist. Und ich dachte mir, ja, wenn schon, denn schon, dann ja, suche ich mir ein Rennen aus, wo man wirklich auch gefordert wird und die Radzeit doch auch eine Rolle spielt. Und ich wusste, wenn ich ein gutes Rennen, einen guten Renntag habe und ich habe mich auch gut vorbereitet, dann ja, kann das schon irgendwie im vorderen Feld eine Rolle spielen. Und ja, dann war ich im Ziel und ja, habe dann meine Age Group also gewonnen und ja, war dann ziemlich glücklich über das Rennen auf jeden Fall und musste mir dann doch irgendwie Gedanken machen während dieser einen Nacht bis am nächsten Tag zur Slotvergabe, ob ich starten möchte oder nicht. Und habe dann auch noch mit meiner Freundin telefoniert, ob sie auch Lust hätte, nach Hawaii zu kommen hier. Und ja, sie war auch voll begeistert und deshalb habe ich mich dann schlussendlich auch entschieden, nach Kona zu reisen. Ja, jetzt bin ich hier, kurz vor dem Rennen und ja, freue mich auf den Start am Samstag. Aber natürlich steht auch die ganze Reise, das Drumherum, der Lifestyle hier auf der Insel gehört dazu und ich genieße auch die Zeit mit meiner Freundin und ihren Eltern hier und ja, freue mich riesig auf das Gesamterlebnis. Den Highway habe ich schon ein bisschen gesehen und ist interessant, aber ich möchte natürlich auch noch etwas anderes von der Insel erleben. Ein bisschen Training steht auch im Fokus, aber nebenbei versuchen wir auch ein bisschen abseits der ganzen des ganzen Zirkuses hier die Insel zu erleben und fahren dann nach dem Rennen wirklich total relaxed noch nach Kauai auf die Insel oder fliegen besser gesagt und ja, auf das freue ich mich auch, auf die Zeit nach dem Rennen. Die ersten zwei Tage war ich eigentlich überrascht, wie ruhig es ist. Also es war nicht so viel los, aber jetzt so gestern und heute, ja, lief schon etwas mehr am Pier vorne. Und ja, ich denke, das könnte einen schon irgendwie aus der Ruhe bringen. Aber das versuche ich eigentlich nicht, dass mich das aus der Ruhe bringt, sondern ja, versuche wirklich mein Ding zu machen und auch das Rumherum zu genießen. Die letzten Trainingseinheiten, die werde ich ebenfalls hier absolvieren. Und ja, genieße natürlich auch das Schwimmen im Meer. Das kann man zu Hause nicht so mit dem einfach mal ohne Neoprenanzug rausschwimmen. Heute war ich auf dem Kaffeeboot, Kaffee trinken dort. Das ist schon ein spezielles Erlebnis. Dann wieder zurück und ja, das genieße ich einfach, diese Zeit hier. Wie bereits auf Lanzarote musste ich mich auch hier entscheiden oder überlegen, welches Setup von den Laufrädern her möchte ich fahren. Und habe mich für das Hinterrad, klar für das ARC 1180 entschieden, habe nur das mitgenommen. Für die Vorderräder habe ich da ein paar Optionen dabei und werde wahrscheinlich das 62er fahren. Diesem Setup 62-80, denke ich, bin ich gut bedient hier auf der Insel. Guter Kompromiss zwischen Aerodynamik und Stabilität. Mein Ziel für Samstag ist klar, ein gutes Rennen abzuliefern hier. Ich habe mich gut vorbereitet, fühle mich wirklich fit und hoffe einfach, dass ich das zeigen kann, was ich drauf habe. Die Hitze, ja, denke ich, wird sicher die größte Herausforderung für mich, aber ich bin positiv und denke, das kann ich meistern und ja, freue mich dann auf den Zieleinlauf am Samstag nach dem Marathon.